herzlich willkommen bei TV Total, die FDP. Hier hatte ich jetzt Jubel erwartet eigentlich. Nichts. Die FDP hat bei ihrem Dreikönigstreffen, bei dem traditionellen Dreikönigstreffen, ein neues Logo verabschiedet. Ich zeige Ihnen erstmal das alte Logo, das sah so aus. FDP, die Liberalen. Ja. So, jetzt bitte das neue Logo, das ist das hier. FDP, Freie Demokraten. Sehen Sie den Unterschied? Mach nochmal das alte Logo. Überfordert, kann das sein? Ah, da ist wieder. Ja, genau. Also FDP, die Liberalen, jetzt nochmal das Neue. Ist doch was ganz anderes, oder? Freie Demokraten und dann auch noch dieser Strich, dieser, ja, was ist das? Magenta oder was? Wie heißt die Farbe? Magenta? Die Farbe. Magenta heißt die doch, oder? Das ist so ein helles Purpur, ein leicht zartes, leicht ins Schwule gehendes Lila. Ja, wunderschön. Jetzt wähle ich die wieder. Völlig klar, oder? Haben die auch einen neuen Parteijingle? Neuen Jingle? Ich glaube, es gab einen zur Auswahl, ne? Oder zwei. Kannst du mal gerade spielen? Welcher war in der Debatte? Ah, okay. 1, 2, 3, 4. FDP, 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 FDP. Und dann ist aber nicht genommen worden. Warum? Ist nicht genommen worden, weil ist zu modern. Ja? Dann war noch dieser im Angebot hier. Spielen wir gerade. La 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 la. FDP. La 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 la. La 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 la. La 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 la. So ist aber auch nicht genommen worden, weil auch zu modern. Ja? Gewonnen hat dann zum Schluss. One bubble, one balance, boom. Nee, nochmal. One bubble, one balance, FDP. So was. Das ist der neue FDP-Jingle. One bubble, one balance, FDP. So. Uli Hoeneß hatte gestern Geburtstag und hat lecker gespeist im Nobel-Restaurant Käfer in München. Jetzt war sowas Besonderes, war es jetzt für ihn auch nicht. Im Prinzip hat er das Gleiche gegessen, was er in den letzten 7 Monaten dreimal täglich im Knast geliefert bekommen hat. Ja? Er wollte zuerst eigentlich im Knast feiern, aber er hatte Angst, dass sie Rummenigge da behalten. Deswegen sind sie ins Käfer gegangen. Und was mir gar nicht bewusst war, Uli Hoeneß verdient jetzt, wo er wieder bei den Bayern in der Jugendabteilung arbeitet, nicht besonders viel. Nach einem Kurzbesuch am Freitag geht es jetzt für den 63-Jährigen richtig los an seinem neuen alten Arbeitsplatz. Gleiches Büro, anderes Gehalt. Die Stundenlöhne liegen aktuell zwischen 1,15 Euro und maximal 2,48 Euro. 2,48 Euro? Da muss eine alte Frau nicht lange für stricken. Ja. Das sind ja solche Beträge, können die Bayern überhaupt nicht auszahlen. Ich glaube, das Kleinste, was die Bayern auszahlen können, ist 1.000 Euro. Ja. Mit 2,48 Euro können die Bayern eh nicht viel anfangen. Gut, sie könnten vielleicht Tim Wiese kaufen. Ja? Aber das wäre es dann auch schon. Tim Wiese, hier, kennen Sie, oder?